Ich begrüße euch ganz herzlich hier von der Baureihe 424 von der Strecke Schnellfahrstrecke Köln-Aachen. Wir sind heute unterwegs im S-Bahn-Verkehr, im Fahrplan, ganz normal im Fahrplanmodus und fahren mit der 424 in diesem wundervollen S-Bahn Köln-Farbkleid. Mittlerweile sind ja die Baureihe 424er in dieser Lackierung unterwegs in Köln und fahren einfach mal im Fahrplan. Ich würde sagen, wir steigen ein, rüsten auf und fahren dann los. So, Türen lassen wir natürlich zu. Den Fahrplan an dieser Stelle einfach ignorieren. Licht machen wir noch eben an. Und zwar dreimal weiß vorne. Und dann können wir auch schon abfahren. Wir sind nämlich unterwegs heute auf der S12. Das können wir auch direkt an dem FIS hier einstellen. So, erstmal nicht schneller als 25 in den Bahnsteig reingerollt oder an den Bahnsteig reingerollt. Instrumentenbeleuchtung machen wir uns auch noch an. So, und dann Routeneingabe, Zugverband. Und dann weiß ich gar nicht, ob wir tatsächlich die Route auswählen können. Mal gucken. So. Und einmal ran an den Bahnsteig. So, wir sind erst 12 nach Hennef. Und einmal abgebremst. Genau. Und Türen auf der rechten Seite auf. Und wir gucken mal, dass wir Ziele eintragen. Die S12. Ja, nee, haben wir leider, glaube ich, nicht. Nee. Ah, dann nehmen wir irgendwas, was so halbwegs passt. Ja, also so richtig passend tut halt leider nichts. Wir sollen noch bis 49 warten. Ja gut, dann nehmen wir halt hier die S3 nach Köln. Passt zwar jetzt natürlich nicht, aber es liegt auch daran, dass das Fahrzeug nicht von der Strecke hier eigentlich ist und nicht hier mitgeliefert wird, sondern von einer anderen Strecke ist, dementsprechend noch gar nicht die Ziele hat, die auf Köln-Aachen relevant sind. Repaint von meiner guten Freundin Hanna. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Ganze nur auf dem PC möglich. So. Buchfahrplanleuchte machen wir uns an. Dimmen aber das Licht ein bisschen. Und dann können wir einmal die Sonnenblende noch runter machen. Und das Fahrgastlicht aber anmachen. Und zwar hier. Gucken wir einmal, ob das geklappt hat. Jawohl, das hat geklappt. Hier auch die Displays der S-Bahn Köln. Verehrte Fahrgäste, derzeit können wir Ihnen kein Infotainment-Programm anzeigen. Ja, schade aber auch. Aber ich glaube, die Fahrgäste können sich auch selbst infotainen. Mit der Bahn-App oder sonst was. Das wird schon alles klappen. So. Dann warten wir noch einen kleinen Augenblick, bis es 49 ist und dann geht's los. Wie gesagt, das Ganze ist kein Szenario oder sonst was. Das Ganze ist ganz normal im Fahrplanmodus mit drin. Im New Journeys Fahrplan. Und Repaint und die Tatsache, dass dieses Repaint hier im Fahrplan dann noch benutzbar ist, ist eine Mod von Hanna. So, schauen wir mal aus dem Fenster. Und schließen die Türen. Und beschleunigen. Jawohl, das passt. Oh, ist die PZB? Kann sein, dass wir ja keine PZB anhaben. Ja, upsie. So, jetzt ist sie aber an. Wir sind noch im Wechselblinken.
fahren also maximal 40. Und nächster Halt ist Frechenkönigsdorf. Wir dürfen 140 fahren. Das müsste auch, glaube ich, vor Max der 424 sein. Ja, wobei, also es ist ja bei der Baureihe 425 so, dass die ja VMAX 140 mit PZB fahren kann und mit LZB sogar 160. Und ich meine, dort unterscheiden sich 424 und 425. Aber ich bin mir nicht mehr 100% sicher über den Unterschied. Aber wir schauen erstmal, dass wir auf jeden Fall bei 140 bleiben. Genau, ja, Höchstgeschwindigkeit ist 140. Gerade nochmal nachgeguckt nebenbei. Frechenkönigsdorf in 1,7 Kilometern. Wir können uns gleich bremsbereit machen. Es gibt insgesamt 40 Einheiten der 424er. Gebaut von Atrans, Bombardier und Siemens. So, 800 Meter noch, wir bremsen ein. Gebaut zwischen 1999 und 2000, sind also jetzt hier zum Zeitpunkt der Aufnahme mindestens 24 Jahre alt. Und schauen mal, dass wir jetzt mit 60 am Bahnsteigsanfang sind. Ja, Bremseigenschaften sind ganz gut. Und sind pünktlich da. Türen auf. Anfahrzugkraft von 150 Kilonewton. So, wir sollen noch eine halbe Minute ungefähr hier warten. Nee, 246 Sitzplätze und 206 Stehplätze. Das heißt also über 450 Personen, die wir theoretisch hier von A nach B bringen können in unserem Fahrzeug. Und da wir in Doppeltraktion unterwegs sind, können wir fast 900 Personen befördern. Das ist schon der Wahnsinn, oder? Also ÖPNV ist schon eine echt gute Idee, wenn man mal überlegt, wenn das jetzt einfach 900 Autos wären, das wäre ja ein Stau von Köln bis nach Aachen, ne? Gefühlt. Natürlich nicht ganz, aber... Okay, wir dürfen 120 fahren. Nächster Halt ist Köln-Weiden-West. Also es gibt ein paar Unterschiede zur Baureihe 425. Und zwar haben wir den stufenlosen Einstieg mit ausfahrbaren Trittstufen zur Spaltüberbrückung. Oh, hallo. Die sind auch übrigens im KI-Verkehr unterwegs, sehr, sehr schön. Es ist dementsprechend auch dann kein Rollstuhl-Hublift vorhanden, weil der dann nicht benötigt wird.
Und bei der 4425 haben wir eine Laufwerksüberwachung. Die hat allerdings die 424, also die Baureihe, die wir jetzt fahren, nicht. Daher dürfen wir auch, selbst wenn wir LZB geführt sind, maximal 140 fahren. Und nicht wie die Baureihe 425 160. Oh, komplett den Halt übersehen. Oh. Uiuiui. Ja, ich glaube, das wird nichts. Ja, wobei doch der hintere Zug zumindest, ne? Ja, meine Damen und Herren, bitte steigen Sie im vorderen Zug nicht aus. Ups. Tun wir einfach so, als sei das nicht passiert. Gut, passiert dem Besten, würde ich sagen. Hier auch schönes Repaint, S-Bahn Köln drauf. Huch, da ist irgendwas nicht ganz richtig gelaufen mit dem Repaint. Wir haben das Interieur angepasst. Also irgendwie scheint dieser rote Streifen da einfach nicht mitzulaufen mit den Türen, mit der Türanimation. Aber ansonsten, unabhängig davon, ne, also hier neue Sitzbepolsterung, das Infotainment ist damit eingebaut. Das hat halt ein bisschen was vom Repaint von den Fahrzeugen der KVB, der Kölner Verkehrsgesellschaft, also der Straßenbahn zum Beispiel. Die sehen auch tatsächlich sehr ähnlich aus, absurderweise. So, Köln-Löwenich in 800 Metern. Was kommt uns da entgegen? Ein Tannen 2, RE9 vermutlich, ja. So, ich habe mal kurz hier die Haltemarkierung ausgemacht auf dem Boden. Bin da nicht so ein Fan von. Und wir halten am Ende des Bahnsteigs. Genau, der ganze Zug ist am Bahnsteig. So. Ich glaube, weil das Signal da vorne grün ist, wird auch gleich ein ICE an uns vorbeibrausen oder ein Regionalexpress. Mal schauen, was da so noch kommt. So, Türen können wir schon wieder verriegeln. Genau, wir fahren bis Köln Hauptbahnhof heute. Von daher passt auch das Ziel eigentlich gar nicht mal, ist gar nicht mal so falsch. Klar ist die falsche Linie ist jetzt nicht die S3, die wir fahren, aber immerhin passt ja das Zugziel mit Köln. So, Müngersdorf Technologiepark ist fast 4 Kilometer entfernt. Das heißt also, wir können jetzt hier mal auf die 140 hoch. Den Fahrplan bitte an dieser Stelle ignorieren. Der ist von der Strecke Rhein-Ruhr-Osten. Es gibt leider keinen für Köln-Aachen, den man hier reinladen könnte. Auch das ist natürlich eine Mod. Einmal auf die 140 hoch.
Sehr schön, sehr, sehr schön. Gefällt mir sehr. Das Repaint sieht auch wirklich sehr schön aus. Ich finde, das Farbwerk steht den Fahrzeugen hervorragend. Ich habe sie auch schon in Realität gesehen. Und ich finde, es sieht wirklich modern aus. Es hat was. Und es ist mal was Neues im Vergleich zu diesem, ja, das, was wir halt kennen mit dem Verkehrsrot. Wie die S-Bahn-Fahrzeuge eben sonst überall aussehen. Zumindest, wenn die S-Bahn natürlich von der Deutschen Bahn betrieben wird. Aber gerade S-Bahn Rhein-Ruhr und S-Bahn Köln, da ist ja auch viel oder war zumindest lange noch sehr, sehr lange viel Deutsche Bahn und damit auch Verkehrsrot unterwegs. Zum Beispiel die 423er. Und da finde ich es einfach schön, dass man hier mal ein, ja, ein neues Farbschema mal gewagt hat. Und mir gefällt das persönlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. Die Farben passen sehr gut zusammen. Dem Zug steht das sehr, sehr gut. Es sieht modern aus. Und gibt dem Ganzen doch nochmal so einen frischen Look. So, perfekter Halt. Ne, also, dass die Endwagen dann hier rot sind und dann die Mittelwagen in diesem Grauton und dann die End der Endwagen wieder rot. Das hat was. Hat schon fast was ICE-mäßiges. Ne? Die ICEs sind nicht die einzigen Züge, die einzigen weißen Züge in Deutschland. Da gibt es die einen oder anderen weiteren. Und hier haben wir auch jetzt ein bisschen weiß und rot zusammengemischt. Ne? Hat immer was von einem ICE. Auch wenn ein ICE natürlich eine ganz andere Fahrzeugkategorie ist im Vergleich zur S19, S12. Entschuldigt. Hier haben wir auch noch Gleise, die irgendwo hinführen. So, nächster Halt ist Köln-Ehrenfeld. Und ich sehe schon, wir haben eine Beeinflussung voraus. Da schon der Fernsehturm von Köln, der Colonius. Bremsen schon mal ganz langsam. Und bestätigen das. Verkürzter Bremsweg, der uns auch vorsignalisiert wurde. Das halbzeigende Signal aber erst am Ende des Bahnsteigs von Ehrenfeld. Da ist noch eine S-Bahn 425. Ist vermutlich die RB 33, oder? So, hier noch Ankündigung auf 80. Na, gucken wir uns gleich an, welcher Zug das ist. Der hat ja eh die Türen noch offen. 500 Hertz Beeinflussung ist aktiv. Und dann halten wir vorne an der Bahnsteigsüberdachung auch an. So, wer bist du? Ohne Zugziel. Das ist der RE1. Das glaube ich nicht. Es ist jetzt 11:04 Uhr. Also, das ist definitiv nicht der RE1. Ich weiß nicht, wer du bist, aber nicht der RE1. Hallo. Schaut an, hier ist richtig was los. Vielleicht können wir das irgendwie fotografisch noch festhalten. Dass hier ordentlich was los ist. Oh ja, das ist ein schönes Foto. Hier richtig schön auf drei verschiedenen Ebenen. Bisschen unruhig das Bild, aber ich glaube, das gefällt mir sehr. Nehmen wir das mal als Thumbnail.
hab's gleich. So. Okay, Signal ist umgesprungen. Wir dürfen ausfahren, VMAX 25, denn wir haben die 500 Hz-Beeinflussung noch aktiv. Hier nochmal eine Ankündigung auf 80. Oh, ich hab's noch gesagt und dann aber nicht rechtzeitig abgeschaltet. Ja, mein Fehler. Ich hab's noch gesagt und ich hab's sogar noch kommen sehen. Das war ein bisschen zu sportlich aufgeschaltet. So, wir schalten ab bei 80. Ich finde es schon cool, was so alles durch Modding möglich ist, weil das ist halt Köln-Aachen. Wir kennen die Strecke schon seit sehr, sehr langer Zeit. Die erste TSW-2-Strecke, die es überhaupt gab. Wir kennen die Baureihe 425 schon seit Hauptstrecke Rhein-Ruhr. Ist jetzt auch, sagen wir mal, nichts Neues. Wir kennen den New Journeys Fahrplan auch schon seit mindestens 1,5 bis 2 Jahren. Locker. Und trotzdem hat es jetzt, dank dieser Mod, und es ist einfach nur ein Repaint und dass das Fahrzeug ein bisschen umgebaut wurde, dass es eben entsprechend eine 424 ist und keine 425 mehr. Ne, also die Wagenlänge hat sich dann entsprechend verändert im Vergleich zur 425. Und das sind nur so in Anführungszeichen so einfache kleine Änderungen. Natürlich hat das alles viel Arbeit gekostet, das will ich gar nicht unterschätzen. Aber es sind in diesem Sinne jetzt keine. Es ist jetzt kein komplett neuer Fahrplan oder kein neuer Führerstand oder so, und trotzdem fühlt es sich neu und frisch an, hier unterwegs zu sein. Ne? Und das finde ich einfach so, so toll an dem Modding-Bereich, dass da immer wieder Leute Zeit dafür investieren, kostenlos gewisse Dinge zu machen für die Community. Einfach weil sie selbst Spaß dran haben und sehen wollen, wie andere damit Spaß haben. Und das ist doch so toll, wenn wir jetzt sehen, wie dieses Fahrzeug hier an uns vorbeikommt. Das fühlt sich einfach neu an. Und das finde ich so unfassbar cool. Und will dann nochmal ein riesiges Dankeschön aussprechen. Im Namen der Community. Natürlich. Sehr schön. Wir sind ein bisschen zu schnell. Und Köln-Hansaring. Was ist denn hier so laut? Also irgendwas ist super laut. Wir können uns noch mal ganz kurz hier den Innenraum angucken. Also jetzt dröhnt hier irgendwas. Ich weiß nicht, was das sein soll. Aufenthalt nur für Fahrgäste mit erster Klasse Fahrkarte erlaubt. Also ich weiß nicht, was da so laut dröhnt im Zug. Haben die Klimaanlage angemacht, ne? So, haben noch ein paar Sekündchen, dann schließen wir die Türen. Boah, wir sind pünktlich, Leute. Könnt ihr das fassen? Wir sind einfach pünktlich. Und Türen zu. Da vorne steht noch eine 147. Da eine 146 wird vermutlich der RE1, glaube ich, sein. Oder ist das der RE6? Der dort steht, weiß ich gar nicht mehr. Und nächster und letzter Halt ist Köln Hauptbahnhof. Da noch ein Intercity. Sehr schön. Da müsste jetzt noch ein Zug einfahren. Ach so, es ist so vielleicht so laut wegen eines Flugzeugs, kann es sein?
schön, das Gleisvorfeld von Köln, auch immer hier viel los in Realität. Das ist der Wahnsinn, wenn man sich hier mal einfach nur hinstellt am Ende dieses Bahnsteigs und einfach mal guckt, wieso die Züge ein- und ausfahren. Toll. Das ist der RE 1-1, ja. Mittlerweile mit die Zero HCs unterwegs. Und sehr schön, wie der Intercity da über die Hohenzollernbrücke jetzt rollt. Ach, das ist doch ein Bild, das man sehen möchte, oder? Ist das nicht schön? So, und wir machen die Türen auf. Schauen uns mal ein bisschen in Köln um. Hier stehen wir. Baureihe 424. Hey, ich wollte noch gucken. RE1. Ja, sonst gerade. Ja, der RE9 fährt auch noch gerade ein. Flugzeuge hören wir auch. Was mit dem Intercity? Oh, da fährt der nächste schon ein. Da machen wir noch ein bisschen mal Trainspotting und gucken mal. Sehr, sehr schön. 101, 106-3 fährt ein. Huch, hey. Lass mich raus. Er hat mich einfach hier rausgeschmissen. Aber gut, gucken wir den mal an, wie der jetzt über die Hohenzollernbrücke fährt. Dann können wir mal hier ein bisschen Trainspotten. Gehen wir einmal rüber. Natürlich bitte nicht in Realität nachmachen. Absolut gefährlich und nicht erlaubt. Und dann können wir dem hier mal ganz kurz zugucken. Hat er mich einfach rausgeschmissen. Ich fasse es nicht. Ah, oh, ist das schön. Toll. Einfach nur toll. Wäre das mal eine Idee für ein Video? Könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ich mich mal irgendwann mit der Kamera hier mal so hin positioniere. Und wir vielleicht einfach mal so ein... Oh. Zum Beispiel hier bei Köln. Einfach mal so ein Trainspotting-Video machen. Vielleicht im Zeitraffer. Dass das Ganze auf vierfacher Geschwindigkeit läuft. Und wir einfach mal so ein paar Minuten hier zugucken, wie so die Züge ein- und ausfahren. Wäre das etwas, was euch interessieren würde? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Ansonsten, das ist das Fahrzeug, mit dem wir gerade eben unterwegs gewesen sind. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und... Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.